Ja, Wahnsinn, meine Aufnahme läuft jetzt auch. Hallo. Hi. Sehr schön. So, wir gucken rennt wir mal. Schon wieder vor? Ich. Eigentlich Majos Aufgabe. Gut, dass wir keine Munition mehr haben. Hier ja. Gibt es ja noch Muni, ihr müsst nebenbei dann halt looten. Aua. Boah, der war mies. Meine Fäuste sind. Wow. Viel Glück noch. Oh, Problem. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nee, nee, nicht hauen. Bleib doch stehen. Boah, atmen, bin gleich. Wenn ich sterbe, kriege ich neue Munition oder was? Ja. Das ist praktisch. Ja, die hat nichts. Ja, eigentlich sterbt er. Der neue. Ja, dein Haustier ist echt arg fleißig, ne? Dafür ist es hier auch da. Wow. Wo? Hat die hinten eine Kiste? Oh. Also Gerds Haus, die hat uns gerade echt hier den Rücken freigehalten. Ja, stimmt schon gemerkt, dass Pandora kein so richtig freundlicher Planet ist. Ich schätze, es ist bei euch immer noch so übel wie bei mir. Wenn also irgendwas auf euch zukommt, erstmal schießen. Wir nennen das den Pandora-Anschlag. Hey, wer zur Hölle bist du? Hab das Astronaut-Ding, Ellie. Wo geht's denn hin? Hier runter oder da hoch? Finde den Biggie Kack. Wir müssen wieder zurück. Ja. Dann machen wir das so. Zwar müssen wir. Was einmal denn? Komplett wieder zurück zum Auto und dann wieder komplett außenrum. Ja. Uff. Halbe Weltreise. Folge vorbei, bis wir da sind. Ja. So, ja, wir haben ja nur noch ein Auto. Hm, das ist schlecht. Was leuchtet denn da hinten? Ich will auch gerade gucken. Jetzt ist das Ding aber, als ich da rausgegangen bin, wieder auf die andere Seite gewandert. Nee, doch nicht. Finde den BGKK. BGKK. Hm. Die probiere ich doch direkt mal aus. Die sah ganz nett aus. Lad nach. Ach, bei Gerd, warte mal. Link, willst du noch bei mir noch raus? Und ja, schon da. Die macht. Ja, ich war gerade in der Karte am Nachgucken. War das nicht hier rüber? Wo war denn Gerd?
Tempo-Schwelle. Alter. Ey, ja, wo warst denn du? Ich bin schon mal vorgelaufen. Und da kamen dann plötzlich Gegner. Das ist eine Frage nicht, wie kommen wir wieder zurück? Keine Ahnung. Wir müssen einmal komplett außen rumlaufen fahren. Ach, wie ist mal. Stopp, wenn ihr zurückfahrt und rechts hochfahrt. Nee. Ah, ich werde doch schon wieder beschossen. Oh, da kommen hinter diesen auch welche. Ah, ja. Ja. Wo ist Gerd jetzt eigentlich? Ja, hier hinten. Das ist hier drüben auf der Seite. Noch. Ja. Kommt irgendwie nicht weiter. Ja, warte, wenn ich gucken wir mal, ob wir vielleicht von hier hier hochkommen, zumindest irgendwie doch ballern können. Wenn ihr hier hinkommt, wo ich bin, dann seid ihr... Der Gerd hat den richtigen Weg genommen. Der Gerd muss zu euch kommen, weil guck mal, wo wir auf der Karte sind. Wir sind direkt hier im Gebiet, wo wir hin müssen. Warst du gerade bei uns? Ja. Ich bin wieder tot. Hier, wenn wir hier... Wenn wir hier lang, hier hoch... Wenn wir hier hochgehen, sind wir gleich direkt da, ja. Oh. Jetzt haben wir auch keine Karre mehr, übrigens. Den habe ich zu spät gesehen. Ja, ich auch. Und ich saß gerade nicht am Geschütz. Schön, wenn ihr auf mich warten würdet. Ich warte auf dich. Wir warten hier. Na, jetzt sind hier drin noch eine Welt. Und ich habe keine Munition. Kommen wir da nicht drüber? Ja, wenn du stirbst, hast du auch neue Muni. Ja. Nein, ich guck mal, ob wir irgendwie hier wären. Ja, doch. Ja, ich auch. Geh mal Gerd holen, ich geh schon mal Richtung. Ja, ich komm mit. Ich kann ja eh nichts machen, ich komme nämlich nicht mehr hoch. Ich hab hier so viel Zeug rumlaufen. Ja, wir kommen, warte. Out of ammo. Alter, macht der Aua. Fuck, Alter. Oh, uiuiui. Nice. Alter, hat der Damage gemacht. Ja. Falsch kann er sein. Weiß noch nicht mal. Wenn ihr über die Rampe gesprungen seid, einfach rechts halten. Wir sind gerade völlig woanders. Ja, ich merk's gerade. Gerd ist hinter uns irgendwo. Ich komm von dem scheiß Ding nicht weg und bin out of ammo. Komplett. Warte mal, irgendwo links. Ist hier lang oder was? Guck mal, ob ich zu dir komme. Oh Gott, da vorne fliegt so viel Zeug rum gerade. Ja, warte. Tötet mich bitte. Danke. Das ist da, wo Gerd war wahrscheinlich. Da links in diesem. Ich bin jetzt wieder in diesem Treppenhaus, wo wir eben waren. Ja, wir sind, Härte, ein Paar schafft die
riesige Kaktusfrüchte. Auf dem Weg dahin. Das schmeckt so verdammt köstlich, dass es meinen Kunden egal. Der Dix hat einen steinig und schwer gerade. Genau so mag ich das. Bin ich ganz woanders. Es ist mir egal, ob es falsch ist, den Leuten abgeschnittene Fußnägel und Smegma zu servieren. Jetzt. Ich komme zu euch. Sind wir jetzt fertig hier? Ich kann autospawnen. Also ich habe das Ding schon mal abgegeben. Wir müssen Kakteen finden. Ich bin auf dem Weg zum Schiff. Alter. Wir sehen uns, Killer. Toll. Ja, da. Uff, ey. Rechts. Du musst irgendwie unter dieses Ding kommen. Jo. Hier rein müssen wir. Alter. Aber hier ein Treppenhaus ist nicht. Kannst du sinken? Ganz schön tief, wenn du mich fragst. Wo sind wir denn jetzt hier alle? Ja, wir sind, Was wir ist sind Mario da unten? Wo ist denn Gerd? Gerd ist da. Wir sind beim Spawnpunkt, wo wir vorhin waren. So, ja, gerade Gerd ist jetzt an der Raute. Ja, dann laufen wir dahin, oder? Ja. Ein Wort noch zum Bekack. Seine Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche indirekten Schaden. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Ich dachte indirekten Schiss. Du kannst den direkt abschlagen. Versuch's mal. Nimm die Kaktusfrucht. Ja. Also Benny und ich laufen jetzt Richtung Gerd. Gerade fast keine Muni mehr, Alter. Da wo Gerd ist, gibt's auch Kaktusfrüchte, lustigerweise. Genau da wo Gerd ist. So, hä? Was ist denn das? Wollen wir damit fahren? Ja. Du fahren oder soll ich? Ja, was hab ich gemacht? Boah, Alter, was bist du? Achso, willst du fahren oder wie? Ja, mir ist egal. Ja, komm, du kannst auch fahren. Was ist denn? Warte mal. Ja, du musst mich aber leiten ein bisschen, ne? Ja. Ah, das ist aber hier rechts eigentlich direkt in dem Gebiet. Ja, ich komme jetzt auch zu euch. Warte mal, dreh mal um, Benny. Und dann fahr da einfach mal relativ gerade durch. Und gleich auf der linken Seite müsste so ein Punkt sein. Halt, schon zu weit. Da oben. Genau, da jetzt rechts, da müsste irgendwo so ein schmaler Weg sein oder so. Ja, genau da. Ja, da passen wir aber, glaube ich, mit dem Ding nicht durch. Nee, glaube ich wohl auch. Ich pack das mal hier vor. So, wir sind auch mal angekommen. Dann gehen wir auf der rechten Seite. Aua! Der hat mich hier voll im Fokus. Verpiss dich mal. Aua! Der ist schon weg. Jetzt habe ich schon meine zwei Waffen. Mit zwei Hauptwaffen auch keine Munition mehr gleich. 12 Schuss habe ich noch. Out of ammo. Muss man die Dinger kaputt machen oder was müssen wir? Nimm die Eine Kaktusfrucht hier habe ich jetzt schon genommen.
Aber ich kann die nicht nehmen. Angeblich immun. So, hier sind nochmal welche oder so. Nee, aber das ist ja auch nicht am Punkt hier. Nee, das ist. Da sind ja noch mehr Punkte auf der Karte, wahrscheinlich müssen wir dahin. Ja, schön, aber ich bin out of ammo. Ja, wo bist du denn? Hier ist auch nochmal eine. Ja, alles mitnehmen, wenn du sie nehmen kannst. Wird nichts angezeigt. Nee, auch nicht. Irgendwie kannst du auch nicht Adam mitnehmen. Alter. Besser, stärker. Ich kämpfe hier mit allen möglichen. Levelaufstieg. Kann es sein, dass du jetzt neue Munde gekriegt hast? Oh, Alter. Ja, ich versuche die zu helfen, Benny. Oh. Oh, meine Shotgun ist jetzt auch out of Munition. Das ist schlecht. 24 Schuss habe ich noch. Warte mal. Oh, warte. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Ah, nee, 7 habe ich noch. Wow, hier habe ich 18 Schuss drin. Das ist ja der Wahnsinn. Keine Munition. Okay, die ist nicht schlecht. Ich hätte da gern mehr Schuss für. So, vorbei. Ja, dann ein bisschen. Gerd, hier ist Munition. Oh. Nein, das ist doch jetzt wieder. Warte. Hä? Das ist doch wieder der Scheiß. Komm mit mir. Da oben ist Mund. Ich will mal auf Gavs Haustier schießen. Ah, mit Anbruch der Nacht färbt sich der Sand rot. Ein neuer Clan hat die Einöde erreicht. Glutauge sagt, sie haben jeden Clan von den Parched Fathoms bis zum Kampf von Devil's Razor erobert. Und ihre Anführerin soll eine Hexe sein. Glutauge behauptet, ihr Verstand könne Männer verschlingen. Ja, aber irgendwie muss man die Kaktusfrucht doch ernten können. Ja, hier müsste ja theoretisch irgendwo eine gewesen sein. Hat hier schon eine aufgesammelt? Ah, hier, ich habe eine. Jetzt mal gucken, wo das hier überhaupt. Ach, die liegen hier bei den Kaktusbäumen einfach rum. Ja. Guck ich hier unten nochmal. 3 Punkte sind da jetzt noch. Da müsste ja dann theoretisch irgendwo weit sein. Aber ich habe da unten nichts mehr gesehen. Ah, warte, ich konnte hier. Achso, nee, das ist Handeln, okay. Ja. Den Skillpunkt machen. Also irgendwie. Hier oben steht immun. Das haben wir hier auch. Die Kaktusfrucht. Die ist immun. Aber hier müsste eine liegen, aber hier liegt keine. Okay. Ah, komisch. Welche Farbe müssen die denn haben? Grün oder? Ja, die sind so grün, die liegen auf dem Boden.
liegt nichts. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Gucken wir mal bei den anderen Dingern. Ich baller da unten in die Höhle rein. Ich baller mich. Obwohl ich nicht drauf ziehe, treffe ich die gar nicht zum Teil. Da ist nämlich eine nette Kiste. Ja, wie willst du da wieder hochkommen? Seid ihr da überhaupt hingekommen? Hier hinten. Hier hoch. Muss hier über die. Ihr müsst mal gucken, ne? In den Skeletten, die hier rumliegen, ist auch Munition. Ups. Was für das denn? Ja, das ist so eine Waffe, die wird nachgeladen, indem man die wegwirft. Achso. Guck mal gerade, ob ich, wenn ich eine andere Waffe anlege, ob es dagegen nicht immun ist. Immun. Wir haben ja auch noch 3 Punkte angezeigt auf der Karte. Ja, ich weiß. Ja, es sind ja auch noch 3, die fehlen, aber da liegt irgendwie nichts. Und hier an dem Punkt, der leuchtet auch rot, aber... Auch wenn ich Kollege da hinstelle, passiert nichts. Lecker. Sehen denn die Früchte aus? Ja, die hängen doch an den Ästen hier dran, an den rot leuchtenden. Diese Bälle, die da dran hängen. Ja, aber die, die ich aufsammeln konnte vorhin, die lag auf dem Boden. Ja. Immun. Hä? Die sind immun. Ich weiß aber nicht, wie ich sie entimmunisieren kann. An dem Punkt, aber der sagt immun. Das sagt er, wenn ich hier auf die schieße, nicht. Auf die, die nicht rot leuchten? Ja. Nee, aber da fällt auch nichts runter. Aber die hier sind immun aus irgendeinem Grund. Die Mission lesen. Moment, ich guck mal. Ne, da steht nur, dass man die ernten soll. Da steht nicht wie. Weil es sind diese drei Früchte, die geerntet werden müssen noch. Ja, aber ich habe jetzt hier auch den ganzen Radius abgesucht. Ich wüsste nicht, wo die noch liegen sollen. Nee, die werfen nichts ab. Da hängen auch keine Früchte dran. Die Früchte hängen nur an den Dingern, die so rot leuchten, die aber immun sind gegen Schüsse. Moment, warte mal, gegen Schüsse. Leg doch mal eine Granate hin. Getroffen. Ja, habe ich gerade vor, warte.
Meine rollt immer weg. Ja. Ja. Tatsächlich, Granaten. Echt jetzt? Easy. Ja, ja. Ja. Aber an die Rotleuchtenden oder an irgendwelche? Ja, an die Rotleuchtenden. Ah. Och. Ah, jetzt war ja, ich hab was vorhin mich mit Granaten verteidigt. Vielleicht habe ich da ein paar Dinger erwischt. Könnte gut sein. What the fuck? Hallo, Benny? Da steht ein großer Mac. Ja, das ist Benny. Bin ich. Ja, Granaten. Genau. Ja, Tatsache. So, jetzt ist da hinten noch, müsste noch, da unten ist noch eine Immune. Scheiße. Ganz da hinten. Oh. Ja. Hat der Benny bestimmt F gedrückt, hä? Ja. Wow. Immer wieder rauf. Ich wüsste mal gerne, was meine Fähigkeit kann. Irgendwie macht die eine coole Handbewegung und dann ist Feierabend. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Schmeißt man Kaktus. Warum warten wir jetzt hier vor der Kaktuspflanze? Ich habe keine Granate mehr. Wo ist Mayo hin? Hier. Oh, Bums. Oh, es gibt immer ein Alpha-Tier. Kaktus für mich weg. Bitte den saftigen Alpha-Skag. Warum ist das Haustier so klein geworden? Oder täuscht das jetzt? Nee, das ist normal. Bei mir. Der ist jetzt da unten. Dann ist ja gar nicht so schlecht gewesen, dass wir das schon vorgearbeitet haben. Ach, da. Ich mag deine Begeisterung. Ja, gib ihn, ja. So. Sieht aus, als würde irgendwer meine Kakteen wildern. Das bedeutet in Küchensprache, er kommt in die Suppe. Das ist sicher dieser Banditen. Ja, wie gesagt, hier die Skelette, die rumliegen, die könnt ihr plündern. Oh, wir haben es bald geschafft. Schon bald wird mein Pfannenwender wählender Rivale für seine Taten zahlen. Aber zuerst muss mein neuer Rivale Hackepeter zahlen. Glaub mir, der Alltag eines Kochs besteht zur Hälfte aus Rachemorden. Das gehört dazu. Wie kommt man jetzt? Ach, da kommt man wieder raus. Mario rennt wieder vor. Nein, nein, ich bin nur rausgerannt. Wo kommt man raus? Da kommt man. Ah, Mario rennt schon wieder vor. Nein, ich bin nur vorgerannt. Ich bin nur rausgerannt. Er war doch eindeutig, wo man rauskommt, oder nicht? Oh, hier geht's runter. Ich bin froh, dass wir hier keinen Fallschaden haben, ey. Ja. Einer fehlt noch. Ja, einer ist noch oben. Ich bin gerade runtergesprungen. Sollten da mit einer Karre hinfahren? Wo haben wir denn, Nick, wo haben wir denn die von vorhin geparkt? Ja, hier steht der Treibstoffzapfer. Nee, den haben wir vorhin da geparkt. Ja, den Treibstoffzapfer sollten wir mal zurückbringen. Das gehört nämlich zur Hauptmission. Ja. Seit nur die Frage, wie kommen wir jetzt am besten hier weg? Das ist. Ich suche gerade den Punkt, wo wir hin müssen. Bei liefere Biotreibstoff musst du die Mission auswählen. Ich fahr den schon mal dahin. Aber ja, sicher stehen bleiben nicht. Du fährst in eine Sackgasse. Nee. Oder? Also, wenn wir irgendwo mal Munition kriegen können, muss ich da definitiv mal hin. Sauber getroffen. Stehe ich gar nicht, Deck. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Du sitzt bei mir drinne.
Kann ich höre Biotreibstoff. Ja, das war doch an diesem. Ist eigentlich irgendeine Möglichkeit, sich schneller auf der Karte zu bewegen? Naja, so. Der Keilriemen klingt doof. Das Lustige ist, ich sehe es auf der Karte gerade gar nicht. Ich habe auf der Karte, wenn ihr euch da jetzt links haltet, so ein etwas blassere Raute. Ist es vielleicht da? Nee, die muss blau sein. Ja, gibt's aber nicht. Ich habe eine blaue Raute von links von uns, aber... Ja. Moment, hier waren wir schon mal. Schnellreisestation. Scheiße. Da. Guter Claptrap. Ach, vielleicht zeigt er das nur noch nicht an, weil wir noch keinen Biotreibstoff mit haben. Also ich würde jetzt sagen, du musst gleich rechts und dann kommen wir zu dem. Rechts, stopp. Da kommen wir zu dem blauen Punkt. Ja, genau, hier müssen wir hin. Nick, wo bist du jetzt hin, oder? Hab ich doch gesagt. Pack den Zapfer einfach da drüben, KJ. Ich hab eine Schnellreise zu einem von den Punkten. Eine Sekunde, ich tanke auf. Ja, Biotreibstoff abgeliefert. Ich glaube, dass wir nach Politea aufbrechen. Es wird toll, neue Sachen zu sehen und neue Lagen abzuchecken. Wird Zeit, den Stadtjungs ein paar Sachen zu zeigen, die sie nur aus Naturdokus kennen. Kann es losgehen, Killer? Ja, dann haben wir es ja endlich geschafft. Dann würde ich sagen, ist die Folge hier auch rum, wa? Genau. Ja, wird Zeit. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.